Hallo Welt, hallo YouTube. Heute ist der 1. Juni 2020, Pfingstmontag, das ist ein Feiertag. Und ich bin hier nur ganz kurz am Abend nochmal, um einen Zwischenbericht zu erstellen sozusagen, weil es eben morgen mit der Arbeitswoche losgeht und dementsprechend dann auch mit den Arbeiten hier auf der Baustelle. Hinter mir kann man schon ahnen, befinden sich zwei Revisionsschächte. Die sind eben neu, die wurden Ende letzte Woche installiert und sind dafür gedacht, dass man da eben entsprechend runterklettern, krabbeln kann, um eben den Regenwasser- bzw. Abwasserkanal einzusehen. Und da könnte man dann im Bedarfsfall eben Kamerawagen oder so Kameramodule eben zum Beispiel starten und einfach mal gucken, was im Kanal los ist, falls es irgendwie Verstopfungen, Verschmutzungen, Rückstau und so weiter gibt. Man kann auch schon sehen, das ist jetzt hier schon alles sogar mit Schotter wieder zugeschüttet oder mit Kies oder was auch immer, relativ kleine Gesteine. Und da unten sind eben die Verrohrungen, die dann weitergeführt werden müssen. Zum einen zur Zisterne, also das Regenwasser wird ja an den Überlauf der Zisterne angeschlossen werden und das Abwasser dann halt irgendwie zur Baugrube hin, wo dann eben die Bodenplatte, in der Bodenplatte auch entsprechende Verrohrungen vorgenommen werden, sodass das alles schön abfließen kann. Es befindet sich hier auch schon Baumaterial auf der Baustelle. Also das sind hier zum einen die Rohre und dahinter eben ein paar Holzbretter, Planken, was auch immer. Ich weiß auch gar nicht, ob das gedacht ist als Gerüst oder zur Verschalung, um irgendetwas einzubetonieren. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was die hier antransportiert haben. Ansonsten hier eben nur eine Leiter, um in den Kanal, in den Graben hinabzuklettern. Und ja, jetzt soll es eben, wird es jetzt eben in der nächsten Woche weitergehen mit eben dieser Verrohrung hier. Und dann hoffentlich auch in der übernächsten Woche mit der Bodenplatte. Genau, das wollte ich, wie gesagt, nochmal festhalten, weil es morgen dann weitergeht und dann sieht man vielleicht die einzelnen Schritte gar nicht mehr, weil das dann eben verschüttet ist oder so. So, hier das Ganze also nochmal aus der Nähe. Man sieht hier zum einen eben die beiden Revisionsschächte, aber auch die Gesteine hier, mit denen das wieder aufgefüllt worden ist, das Gestein. Ich bin mir eben, wie gesagt, nicht sicher von der Größe, ob das jetzt Kies oder Schotter ist, sind relativ klein, die einzelnen Steinchen, aber es wurde eben fast bis nach ganz oben wieder aufgefüllt. Und hier fehlt jetzt dann quasi nur noch so der letzte Meter in etwa bis zum ursprünglichen Niveau der Straße bzw. des Bodens. Da kommt aber eben auch noch Muttererde und eine Schotterpackung für die Einfahrt selbst hin. Insofern wird das wahrscheinlich so das Niveau sein, auf dem das bleiben wird. Ich habe jetzt leider keine Messeinrichtungen dabei, keine Wasserwaage oder irgendwie sonstige Zollstöcke und so weiter, Laser, Messgerät. Ich würde nämlich gern zum einen das Verhältnis oder die Höhe, das Höhenniveau der beiden Schächte zueinander vermessen, zum anderen aber auch zur Straße hin. Das Ganze wird ja hier die Garageneinfahrt werden. Hier kommt dann die Garage selbst hin, in einem Abstand von 5 Meter zur Straße. Und natürlich möchte man die Garageneinfahrt irgendwie, dass das nach was aussieht. Insofern soll das schon eine halbwegs ebene Fläche, vielleicht mit einem leichten Gefälle für das Wasser, beziehungsweise um sich an die Straße anzugleichen. Aber das soll jetzt eben hier keine großen Sprünge, Buckel oder sonst wie geben. Dementsprechend muss man da mal gucken, ob das so schlüssig ist und hinhauen kann. Was mir nämlich auffällt ist, dass es beim hinteren Revisionsschacht so einen Adapterring gibt sozusagen, mit dem man das dann sicher auch in der Höhe und vom Winkel her ein bisschen angleichen kann. Das fehlt hier aber jetzt bei der. Und jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher, ob man sozusagen mit diesem Schacht auch niedriger gehen könnte oder was jetzt hier es für Optionen gibt, um das eventuell eben anzugleichen. Das muss ich mal klären. Da muss ich auch selbst ein bisschen recherchieren, mich schlau machen. Und ja, ansonsten schaut das aber hier schon so aus, als ob das eben komplett verschlossen werden könnte mit Steinen.